dahin gehen und wer ist das? Ein komischer Mann. Mein Schatz, bin ich ein witziges Mäuschen? Kein witziges. Es regnet. Die mach aus. Die Roomtour beginnt. Was soll ich denn alles zeigen? Hier ist eine Treppe. Ich zeige erstmal das Wohnzimmer sozusagen. Also, da ein Sofa. Sofa, ein Sessel. Da sind ganz viele Sachen von uns, weil hier gibt es keine Schränke. Ein Fernseher mit Netflix. Ups, ein Computer. Dann sieht es richtig gemütlich aus. Gell? Mhm. Ich zeige einfach mehrmals drüber, damit man auch alles sieht. Das da habe ich heute gekauft auf dem Flohmarkt. Was kann man noch sagen, mein Schatz? Oh, Vierter, stimmt das überhaupt? Vierter, ja, aber das ist kein Mittwoch. Ja, Samstag, ne? So, das war, glaube ich, diese Ecke. Hast du das jetzt richtig gemacht? Saturday, 4. Alles so richtig süß eingerichtet. Als wir reinkamen, waren auch die ganzen Kerzen an und es hat schon so gut gerochen. Es war richtig, richtig kuschelig. Richtig heiß, also zu heiß für uns. Da ist der Kamin. Noch eine Kerze. Ist das wichtig, oder? Ja, total. Hier Holz. Ich finde, das hat so eine tolle Atmosphäre, wenn da Holz ist und Kamin. Hier ist die Küchenecke. Sieht das gemütlich aus. Ach so, was hier auch fehlt, ist ein Spiegel. Das sind zwei kleine Spiegel, aber sonst gibt es keinen Spiegel. In Schweden ist das Aussehen nicht so wichtig. Das ist so ein Sofa. Sehr gemütlich. Und hier ist die Küche, die nicht so aufgeräumt ist. Also achtet nicht darauf. Und die ist auch voll gut eingerichtet. Hat alles, was man braucht. Zum Beispiel Kaffeemaschine und so ein Gasherd. Du sagst ja gar nichts. Bist doch sonst immer so gesprächig, wenn du nichts sagen sollst. Da ist ein Kühlschrank noch und da Handtücher und so. Die Toilette, wo ist jetzt die Toilette? Also oben nicht. Wo ist die Toilette und die Dusche? Vielleicht hieß es, dass wir eine Außendusche haben, aber der Besitzer hat dann uns gefragt, ja, hier irgendwo drin ist eine Dusche versteckt. Und dann hat er das da geöffnet. Und ich war sehr überrascht, aber halt kein richtiges Klo, so sozusagen Plumpsklo, aber wie soll man es sagen, da drunter ist halt so ein Müllbeutel. So ein kleiner Mini-Müllbeutel. Und da tut man dann immer komisches Zeug rein. Kannst du das mal aufheben? Sägespäne. Aber letztes Mal, das waren doch keine Sägespäne. Ein bisschen dicker. Mhm. Aber es stinkt nicht. Man riecht eigentlich nur die Sägespäne, gell? Und diesmal sind Nadelhölzer dabei und das riecht voll gut, finde ich. Sieht jetzt immer so nach ne? Die Dusche ist auch sehr gut. Oh, alles ist hier so gut. Ich weiß gar nicht, zeige ich zu viel? Zu viel Einzelheiten? Und jetzt geht's da hoch. Da oben ist unser Schlafzimmer. Das ist auch so gemütlich. Da gehen wir jetzt hin. Kletter, kletter. Autsch. Nicht hinfallen. Ganz niedrig. Ich kann am höchsten Punkt stehen, aber sonst nicht und mein Freund sowieso nicht. Und da sind halt unsere Sachen, Koffer und
Klamotten. Und was sagt ihr zu unserem kleinen süßen Häuschen? Gefällt es euch genauso wie uns? So sieht's von hier oben aus. Und was macht Herr Kett da? Facebook. Hier von oben kann ich ihn ausspionieren. Ich tue dann so, als würde ich schlafen. Genau, da oben drin, ja. Ja, im Bett. Mhm. Das ist übrigens meine erste Roomtour. Zu Hause habe ich ja noch nie eine gemacht. War's auch schon, das ist ja auch nur ein kleines Häuschen. In der nächsten Zeit zeige ich vielleicht noch ein bisschen von außen. Stimmt, die Terrasse habe ich jetzt gar nicht gefilmt. Vielleicht filme ich sie noch morgen früh und zeige das dann auch noch. Also schneide es mit ins Video rein. Aber nachts sieht man ja nichts. Dann sage ich mal Tschüss für heute.